Hallo meine Pokéfreunde und Pokédex, willkommen zur 15. Folge von Pflanzen gegen Zombies. So, in der letzten Folge haben wir hier eine Kaffeebohne bekommen, eine Kakaobohne, und jetzt können wir auch, na gut, nicht alle, aber die meisten der Nachtpilzen, sage ich mal, benutzen. So, und ich würde sagen, das benutzen wir auch. Da macht eigentlich bei so einem Set. Was ist denn da draußen? Das hört man das? Ich weiß nicht, ich glaube, da macht das ja eigentlich mehr Sinn, die Hochwalnuss. Ja, ich glaube schon. Kakaobohne mache ich jetzt nur dieses eine Mal. Eigentlich benutze ich das ungern, aber ich benutze es in dieser Runde mal, damit ich es zeigen kann und so. Zusammen mit. Wer ist denn stark von denen? Der, denke ich mal. Das ist eine Bombe. Macht Bum, Batz, Bum. Und dann ist alles gebumst. Hey, einen Pilz können wir noch. Hypnopilz. Ja, machen wir den Hypnopilz. Der ist doch ganz cool. Okay, dann auf die Plätze fertig. Los. Abschnitt 4. So. Ich habe gerade eben vorhin erst die letzte Folge hochgeladen. Und ich habe mir so, ja komm, ich habe wieder Bock auf Platz gesammelt. Ich spiele jetzt einfach weiter. Falls man im Hintergrund welche Hunde hört oder so, dann ignoriert's einfach. Wäre, glaube ich, am meisten. Wenn man das einfach ignoriert. So, du kriegst erstmal aufs Maul hier. Okay. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier die Sonnenblumenreihe. Okay, wie machen wir das? Die packen wir ganz weit vorne. Ich glaube, die waren auf jeden Fall schon mal gut. Okay, komm, gib mir mal ein wenig Sonnenenergie. Dankeschön. Ach so. Yeah, das wird richtig cool. Oh Mann, oh Mann. Drei Wellen, oh mein Gott. Okay, Leute. Da brauchen wir vielleicht noch mehr Parts, als ich dachte. Für diesen Bereich? Welt? Ja, Bereich. Hä, warum sage ich Welt? Ja, für diesen Bereich brauchen wir anscheinend länger, als ich dachte. Wir werden gleich sehen, wie diese Pflanze oder diese vielleicht auch, weiß ich nicht, am Schlafen ist. Das werde ich gleich zeigen. Welche dann bereit bin, zu setzen. Hier, würde ich sagen, machen wir dann nur das Mais hin. Hier vorne dann den Kohl. Hier dann Düder. Und dann machen wir hier die Barriere. That sounds good to me. So, let's go. Machen wir es so. Ich weiß aber nicht, ob der jetzt eine gute Idee war. Aber ich denke schon. Dann machen wir hier eine Hochwalnuss noch hin. Doch. So machen wir das. So habe ich es jetzt entschieden. Ne? Und so machen wir das. Hatte noch nicht Pflanzen, weil ich musste noch dann das Doppelte bezahlen wegen Kakaobohne. Oh, Money. Ja, komm, machen wir es so und dann machen wir es so und dann zack. Ihr seht jetzt schon, ich schläft, aber hier, bam! Kaffee! Oder ist er wach auf einmal? Kaffee! Okay, sorry. Wir brauchen noch ein wenig von denen hier, oh yeah. Ich brauch mehr Sonnenenergie. Sonst schaffen wir das nicht so ganz einfach, Mann. Brains. Okay, hier unten sind wir, glaube ich, schon mal fertig gesichert, so. Falls immer der Chunk kommt, der Chucky da. Oh, geil, Tausender. Geil, dankeschön. Dann packen wir hier irgendwo so einen Blumentopf hin und dann den Hypnopilz. Ich glaube, das ist so cool, oder? Ja, das machen wir so. Das ist, glaube ich, cool. Zack. Okay, sorry, ich dachte gar nicht, ich hätte irgendwas gehört, aber irgendwie nicht. Sorry. Wir brauchen aber für den noch eine Kakaobohne. Bitte geben Sie ein bisschen Cent. Ich bin arm. Bitte, brauch Kakaobohne, danke schön. Hier, wach auf. Nom! Jetzt ist er wach. Kakao! Kaffee! Ja, steht Kaffee, aber ich nenne die Kakaobohnen. Das ist halt, heißt halt hier Kaffeebohne, aber ich nenne es einfach Kakaobohne, okay? Lasst mich! Oh Mann.
So, jetzt sollte die ups, jetzt hab ich rausgeklickt. Jetzt sollte die erste Welle kommen. Ja, genau, jetzt kommt die erste Welle. Zack. Wer hier oben kommt, der Typi? Der Pogo-Typ, da haben wir verkackt. Na, haben wir einfach verkackt. Also jetzt nur Jog, ne? Achso, es kommt keiner. Kommt noch keiner. Oh, zum Glück. Oh Mann. Mal alle. Seht ihr das? Der sieht von hier aus schon. Okay, das war gut. Eine gute Entscheidung war das von hier, die mitzunehmen. Die sind ja auch vor allem auch schnell. Mhm. Scheiße, ich brauche eine Kakaobohne. Dankeschön. Sollen wir hier ein paar Sniper? Okay, sind eigentlich gar keine richtigen Sniper, aber das. Ha! Da kommt der Pogo-Typ. Zum Glück haben wir das dahin gestellt. Da kommt er nicht rüber. Bäm! Bricht's kaputt, Alter! Was jetzt? So, hier wach machen. Und als nächstes machen wir dann hier eine Barriere. Eine Hochwalnuss. Eine Triple Deluxe Walnuss. Mit neuem Funky Mode. Bäm! Oh, guckt euch das an, wie cool das ist, ey. Die Leute, die das Spiel immer noch nicht haben, das kostet vielleicht 5 Euro oder so. Also, ich würde es holen. Oder holst du das kostenlos auf dem Handy? Aber ich meine, auf dem PC ist auch ein wenig cooler, oder? Naja, wie auch immer. Ich habe das Glück gehabt, dass ich das in einer Zeit gekauft habe, wo es noch kostenlos war. Auf Origin. Das war nur für eine kurze Zeit, für eine Woche oder so. Ah ja, und jetzt im Moment ist ja auch Sims 4 nicht kostenlos, aber es kostet nur 4 Euro. 4 Euro, ich meine 10 Euro meine ich. Das ist. Das Vielfache, glaube ich. Gesunken. Das Preis. Keine Ahnung, ich bin dumm. Aber ich werde mir auf jeden Fall holen und dann werde ich es eventuell dann auch mal streamen oder so. Hin und wieder zusammen mit Mario Maker streame ich auch mal das. Weiß ich noch nicht. Aber ich denke, das wäre dann schon ganz cool, oder? Was meint ihr? Oh man, diese Runde ist mega lang. Aber ich krieg zumindest ganz viel Geld hier. Immerhin etwas. Hier. Verdammt! Ja, okay, dann kann ich ihn zumindest damit abhalten. Okay. Lol. Warte, kann ich nicht theoretisch. Hat sie schläft? Na, wach halt auf hier. Ich dachte, die Hypnopilz würde zumindest wach bleiben, aber nö. So, falls hier jemand essen will, na mach mal. Viel Spaß. Na toll, jetzt war es halt schon mit der ersten Welle. Jetzt kommt die zweite aber. Ich bin schon gespannt, was ab 5 minus 5 kommt. Abschnitt 5, ja. Was passiert? Welche genommen? Achso, der war da noch, oder wie? Hä? Egal. Na, da oben. Der Anführer wird es niemals schaffen, oder? Pray for the Anführer. Pray for the Anführer. Oh, Money. Money ist wichtiger als Sonnenenergie. Wir brauchen auch ganz, ganz viel. Und sobald ich das Spiel durch habe, muss ich auf jeden Fall noch sehr viel spielen, privat. Aber ihr werdet gleich sehen, oder weiß ich noch nicht wann, aber ihr werdet noch sehen, dass man. Das ist eine richtig geile Methode nach dem Story-Mode, was auch immer. Also nach diesem Mode hier auf jeden Fall gibt. Indem man dann viel schneller Geld und sowas farmen kann. Werdet ihr noch sehen. Das ist sehr, sehr epic. Oh Mann, nice. Killt ihn noch! Ich mach mal den hier auf. Der einfach nicht stirbt, ne? Der will einfach nicht sterben. Was ist das für einer? Gibt's denn sowas? Ha! Pogoman! Komm, was ist der Man? Kommt der nicht durch? Hör mal auf zu naschen! Nasch am Knäckebrot, aber nicht an meinem meiner Walnuss. Was macht ihr da? Rüberspringen, ja, das war klar. Wir haben jetzt einfach für immer wach. Ich glaube schon, oder? Also das nur einmal verwenden, okay, zum Glück. Ich hatte irgendwie die Befürchtung, dass man das vielleicht sogar zweimal verwenden muss. Oder so. Aber nein, zum Glück nicht. Komm, mach ihn down! Guys, kill ihn! Kill it, mit Freud. Leaves Exit.
Töte den, bevor er sie legt. Da kommen die restlichen Reihe der Welle. Guck ich den an, der ist schon so, nein, mir geht's auf jeden Fall noch gut. Der wird gleich auch so sein. Oh, da haben wir wieder den Leitertypen. Fuck, wir haben dann wieder den Leitertypen. Killt den Leitertypen, Leute. Der Leitertyp. Der Leitertyp. Ich hab euch gewarnt. Ich hab euch gewarnt, aber niemand erinnert mich. Egal. So. Alles wieder gut. Na, kommt ihr nicht durch? Na, es tut mir aber überhaupt nicht leid. Keks. So, läuft doch alles? Okay. Also die Runde hier gerade, die geht füllt schon die Hälfte der Folge. Das verwundert mich, ehrlich gesagt. Aber okay. Vielleicht behalte ich sogar die Kombo mit der Kaffeebohne und dem Stinkpilz, weil die ist echt cool, was ich hier gerade aufgebaut habe. Finde ich echt cool. Oh, da kommt er an mit seinem Kumpel, hat er sich Freunde gemacht. Halt, stopp! Ihr kommt ja trotzdem nicht durch. Schnell! Yes! Nom! Weg mit dir. Oh ja, und kriegt hier noch einen rein. Oh moin! Moin, was? Ich wollte sagen, neueste Coin. Okay. Okay, das sind die letzten beiden Gegner, komm. Yes, wir haben es geschafft und kriegen eine Wasserkanne. Ich weiß schon, wo das ist. Ich hab nämlich gerade schon darüber geredet. Ich freue mich. Das ist nicht unnütz. Gießkanne, jetzt kannst du den Zen-Garten-Modus spielen. Was ist das? Wir werden es jetzt sehen. Hey, guck mal. Mit dem K. Du hast eine Gießkanne gefunden. Oh, aus diesem Anlass präsentiere ich dir deinen eigenen Zen-Garten. Hey, ich gebe dir sogar ein paar Spaßlinge für den Anfang. Bring die zum Boxen und werden sie dich reichlich belohnen mit richtig geilen Moneten. Spaß! Ja, und hier kann man alles aufbauen mit ganz vielen Pflanzen und dann kriegt man ganz viel Geld. Und so fahren wir am besten Geld, glaube ich. Wenn wir ganz kurz etwas hier bleiben. Ach so, ich kenne noch gar nicht raus, was gerade das Tutorial ist. Ja, ich weiß auch, weil ich früher immer auf meinem Handy immer wieder alle 10 Minuten oder so, falls ich in Zombies gegangen bin, nur wegen dem Kack hier. Deine Pflanzen brauchen Dünger zum Wachsen. Geh zum Laden und um Dünger zu kaufen. Hey, willkommen in der Zen-Garten-Abteilung meines Landes. Ich hab dir etwas Dünger, weil du vorbeigekommen bist. Das machen nicht alle Leute. Sieh dich ruhig mal um, ich gefällt dir noch was anderes. Ja, hier gibt's noch andere Sachen. Ah ja, und hier hat man's gesehen. Hier gibt es geile Upgrades. Die müssen wir alle noch kaufen. Mit der goldenen Gießkanne kannst du keine mehrere Pflanzen. Das ist einfach nur, damit das nicht. Damit du nicht die ganze Zeit klick, bam, klick, bam. Mit dem kannst du klick, bam, alle. So, weißt du? So, wir haben Dünger von dem bekommen. Zack. Und dann werde ich schon größer und wir kriegen Coins. Und so, je größer die werden, desto mehr Coins bekommen wir. Das war's für den Moment. Kommt wieder, wenn deine Pflanzen Pflege brauchen. Ja. Das werde ich dann wahrscheinlich aufstehen oder so noch nicht machen dann. Der Zen-Garten ist echt schick, was? Du kannst ihn jetzt vom Hauptmenü aus besuchen. Aber jetzt genug davon, du musst dein Haus verteidigen. Ich muss dich aber warnen. Das nächste Level wird dir nicht schmecken. Warum? Du bekommst es mit Unmengen von Bungee-Zombies zu tun. Ich hasse diese vermaledeiten Bungees. Ich hasse sie! Ich hasse sie von Herzen! Und wie die Pest! Heidewitzka, da kommen die Blödmänner schon! Aber gegen die gibt's doch eine Pflanze. Was? Oh, Minigame! Okay, da, das hab ich ja verfolgt, da gestern. Ich brauche was zum Angreifen. Oder wir essen ihn einfach auf, das geht, glaube ich, auch. Ich mach euch richtig den freaking Gar aus. Chancen liegen bei euch bei null. Wir genießen die Musik noch ein letztes Mal. Vielleicht kommt sie auch noch bei den Minigames. Aber das weiß ich einfach nicht. Ich
Was ist das denn hier für ein Kack? Lass doch meine Pflanze lieben, Alter. Was soll der Mist? Lass ihn doch in Ruhe, ey. Bist du denn irre oder so? Irgendwo im Kopf bist du doch irre, ich sehe es doch. Hi, hab ich ja gesagt. Ich würde sagen, ah ja. Hi, ja. Egal. Ja, ich würde sagen, nach diesem Bonus-Level hier, nach dem Minigame, was auch immer, werden wir den Part schon mal beenden. Also den Part auf jeden Fall schon mal beenden. Weil ich glaube, mehr schaffen wir noch eh nicht mehr. Guck ich das an, Alter, meine ganzen Piranha-Pflanzen hier. Ja, bald ist ja auch ein Smash dabei. BOOM! Ist damals keine Chance gehabt wegen meine krassen Boise. Nein, Bombis! Was soll der Müll? Das hab ich gesehen. Komm her, ja, du dumme, kleine Dreckskerl, das finde ich nicht nett. Nein, ganz so gar nicht. Nein, das ist nicht nett. Das geht gleich auf die Bäume. Das finde ich nicht in Ordnung. Da musst du jetzt mit deinem Leben bezahlen. Milliarden hast du Pech gehabt. Ändern kann man das jetzt auch wieder nicht. Du hast einfach verschissen. Was sehe ich hier? Bin ich dumm? Egal, es macht mir Spaß. Also lass mich in Ruhe. Hä? Okay. Oh nein! Ja, die sterben jetzt alle. Oh nein, stimmt! Nicht alle! Oh, die Schnapper können die killen! Deshalb haben wir die hier, damit die das zeigen. Ja, die Schnapper, die können die killen. Alles klar. Ja, was mache ich jetzt? Ich kann nichts machen. Bombis? Please? Nein? Ja? Bombis! Direkt. Wow. Direkt du auch. Kabums! Nein, ich wollte da gerade was drauf pflanzen, du Oberkeck. Nett ist das auf gar keinen Fall. Nein. Das ist es. Howdy, Rowdy! Boom! Vorakill. Der macht auch gleich wieder. Okay. Und ich wurde angeschrieben, das bin ich mir dann nach. Ist ja eh schon fast der Ende der Runde. Kommt gleich das letzte. Interessant auf jeden Fall. Schnapp. Schnapp, die Mama hier, oder? Schnapp hier zu, ja. Keine Chance, du. Das war mein Handy, tut mir leid, Leute. Das ist der Anführer. Los bei den Piranha-Pflanzen! Wir schaffen das! Yeah! Wuhu! Ja, sieht einfach die Pflanze nicht, weil der da oben ist. Nein! Oh Mann, zu spät. Na egal. Oh nein! Es sind zwei! Jetzt sehe ich es erst. Es sind zwei. Na komm. Komm, versuch's doch. Du hast eh keine Chance.
Das sind hier mehrere hier ineinander hier, ne? Seht ihr da? Oh mein Gott, was ist denn hier los? Help! Und falls ihr ganz viele Mausklicks hört, dann tut's mir leid. Ja. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Aber man klickt halt viel, okay? Kann man halt leider etwas hören, aber egal. Nein! No! 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 Bombe! Die Bombe muss es schon machen! Bam! Weg mit euch! Boah, ich wäre jetzt verreckt, Leute. Ich wäre jetzt richtig verreckt. Meine Güte. Man gibt her. Ja, das passt doch fürs Fund, also, ja. Sollen wir symmetrisch machen? So, nice! Und wir kriegen dafür Knoblauch. Was macht denn Knoblauch? Knoblauch! Leitet Zombies andere rein. Warum? Oh, ach so, ja. Das kenne ich. Zum Beispiel ist er hier in der einen Richtung. Frisst er das? Bläh! Und dann geht er irgendwie nach unten oder nach oben in die Richtung. In die Linie. Kann nützlich sein. Muss aber nicht. Oh nein! Warte, das ist nicht der? Was ist denn dann der hier? Habe ich irgendwas verpasst? Was ist das überhaupt von... Okay, da gucke ich jetzt auf jeden Fall erstmal nach. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung auf jeden Fall da. Und in der nächsten Folge werden wir weitermachen. Wahrscheinlich werden wir da übernächsten oder überübernächsten oder so das dann durchmachen. Endlich ist der Remote. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Alles hab ich schon gerade gesagt. Egal. Haut rein und tschüss!